Wie ist das aktuelle Binnenverhältnis zwischen den beiden Herren jetzt, nachdem Olli Kahn Ihre Kritik an Matthias Sammer als respektlos bezeichnet hat in seiner Kolumne? Wir hatten noch nie eins. Ein Verhältnis, oder? Nein, also dass wir uns hier halt getroffen haben ab und zu, aber Olli Kahn hat immer in Ligen gespielt, mit denen ich nichts zu tun hatte. Und dementsprechend kann er sagen, was er will, und ich glücklicherweise auch. Und deswegen gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Achso, Olli möchte doch. Olli, wie gesagt, wir hängen schon, aber bitte. Nee, bitte. Ich möchte nicht sagen, um Gottes Willen. Ich glaube, es geht schon darum, dass der ein oder andere auch durchaus mal, wenn man austeilt, muss man eben auch das ein oder andere mal einstecken können. Und da muss man ja nicht auf alles immer so sensibel reagieren. Ich bin überhaupt nicht sensibel. Er hat mich ja nach dem Verhältnis gefragt. Hatten wir jemals? Ich verstehe das auch, wenn man als Trainer in so einer Situation ist, wie sie sich jetzt bei Borussia Dortmund stellt, wo man mit vielen Widrigkeiten einfach auch umgehen muss. Das zehrt auch ein bisschen an den Nerven. Und hat damit gar nichts zu tun.